Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es das Schwangerschaftsupdate zur 36. und 37. Schwangerschaftswoche. Bald habe ich es endlich geschafft und in den 2 Wochen ist schon einiges passiert und ich war heute auch beim Arzt. Da werde ich euch natürlich auch wieder erzählen, wie es so verlaufen ist und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich habe mir mal diesmal auf meinem Handy ein paar so Notizen gemacht, was mir halt in den letzten 2 Wochen aufgefallen ist, weil ich sehr, sehr vergesslich bin. Das zählt nämlich auch dazu. Ich bin sehr, sehr vergesslich und deswegen muss ich mir sehr, sehr viele Termine und Dinge auch aufschreiben. So, hier habe ich stehen Wassereinlagerung. Ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen Wassereinlagerung an meinem Körper bemerkt. Und zwar an den Beinen, an den Füßen und ein wenig an den Händen, dass die halt so ein bisschen dicker sind als sonst, aber ich habe jetzt keine Beschwerden, dass es irgendwie wehtut oder so. Also das ist alles noch im Rahmen. Und nächster Punkt, Schwangerschaftsstreifen. Denn mir ist aufgefallen, dass ich noch gar nicht über meine Schwangerschaftsstreifen in den ganzen anderen Updates erzählt habe. Und zwar ist es so, dass ich keine neuen Schwangerschaftsstreifen dazu bekommen habe. Also es ist ja jetzt mein zweites Kind. Und bei Joya hatte ich auch bestimmt 8-9 Monate lang die Schwangerschaftsstreifen in Rot. Also bis sie verblasst sind, hat es wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und diesmal ist es so, dass sie nicht rot geworden sind, die alten. Und dass ich halt bis jetzt noch keine neuen dazu bekommen habe. Was mir noch aufgefallen ist, ist die Linea Negra, heißt das, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche es jetzt nicht falsch aus. Hört sich an wie die Canon Legria. Vielleicht verwechsel ich das auch. Auf jeden Fall ist das ja diese braune Linie, die man halt am Bauch bekommen kann durch die hormonelle Umstellung. Die hatte ich bei Joya recht früh und mir ist die jetzt erst aufgefallen in der 36. Woche, dass sie sich wirklich ganz, ganz leicht bildet und von der Farbe her ist die halt sehr, sehr, sehr dezent. Also bei Joy hat man die Linie wirklich gesehen und jetzt eben gar nicht und sehr, sehr spät. Dann hatte ich in der 36. Woche heute einen Magen-Darm-Effekt. Der ging nur eine Nacht. Da habe ich dann die Nacht auf dem Klo verbracht, war jetzt nicht so toll. Wollte ich mal so erwähnen. Ich weiß nicht, ob ich was Falsches gegessen habe. Ich war auch beim Hausarzt. Der meinte, es wäre Magen-Darm gewesen, aber es war halt nur eine einmalige Geschichte. Danach ging es mir super. Deswegen weiß ich nicht, ob es Magen-Darm gewesen ist. Was haben wir hier noch stehen? Symphyse-Schmerzen. Ja, ich merke, dass mein Becken irgendwie immer breiter und immer breiter wird und das Laufen unangenehm ist. Das ist es aber schon seit Wochen. Wenn meine Updates regelmäßig verfolgt, weiß das auch und ich habe halt Schmerzen da unten. Dann hat sich in der 36. Woche der Bauch extrem gesenkt. Also ich habe auch regelmäßig Wehen, also Senkwehen. Also jetzt nicht, dass sie in regelmäßigen Abständen sind, aber ich habe eben Senkwehen und gemerkt, dass mein Bauch sich extrem gesenkt hat. Ich kriege viel, viel besser Luft, was natürlich sehr, sehr schön ist. Jetzt bin ich zwar erkältet, kriege dann eben weniger Luft, schwerer Luft. Aber ich kriege sehr, 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 sehr viel besser Luft. Und das Sodbrennen hat auch etwas nachgelassen. Es hat alles halt mit der Bauchsenkung zu tun, dass ich jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr Platz oben rum habe. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich einen sehr ausgeprägten Nestbautrieb in letzter Zeit. Also ich verspüre das Bedürfnis, jetzt alles fertig zu bekommen. Ich habe auch letztens die Wickelkommode aufgebaut. Ich habe schon die ersten Windeln gekauft, Feuchttücher, nur einmal Waschlappen und sowas. Das habe ich auch alles schon eingeräumt in die Wickelkommode. Ich gucke jetzt noch die letzten Sachen, die ich im Internet bestellen könnte, was ich noch so brauche. Ich will es halt alles fertig haben, weil es ja jetzt jederzeit losgehen könnte. Und da Joya auch 2 Wochen zu früh ist, kam, weiß ich ja nicht, ob es diesmal halt auch so sein wird. Kann auch sein, dass ich über den Termin komme. Aber mein Nestbautrieb hat sehr, sehr zugenommen. Ich putze sehr viel, ich wasche sehr viel, ich bügel sehr viel. Ich habe jetzt das Sofa, die ganzen Decken nochmal gewaschen und die Kissen. Ja, sowas halt alles. Und morgen wollte ich auch nochmal ranputzen. Dann erzähle ich euch mal von meinem Arzttermin, den ich heute hatte. Denn sonst gibt es nichts so, was in den letzten 2 Wochen passiert ist, was ich noch erwähnen könnte. Deswegen gehe ich mal rüber zum Termin
Und zwar war ich mal wieder zuerst bei der Hebamme. Da wurde ich gewogen. Ich habe jetzt innerhalb von 3 Wochen, weil ich das letzte Mal vor 3 Wochen da war, habe ich nur 500 Gramm zugenommen. Da habe ich mich selbst erschrocken, weil es ja eigentlich ganz schön wenig ist für 3 Wochen. Ja, 500 Gramm. Ich habe sonst in 3 Wochen 3-4 Kilo zugenommen. Deshalb habe ich mich da ein bisschen erschrocken. Aber die Hebamme sagt, das ist alles in Ordnung, weil ich halt in der gesamten Zeit insgesamt 15 Kilo jetzt zugenommen habe. Und das ist, ja, das reicht auf jeden Fall. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Und ja, wie gesagt, habe ich jetzt insgesamt 15 Kilo, 15, 16 Kilo. Das schwankt immer zugenommen. Und ja, klar, ist viel, aber in Ordnung. Also es ist total normal, dass man halt 15, 16 Kilo eben zunimmt. Bei Joya hatte ich 20, falls ihr das noch nicht wisst. Und dann wurde natürlich der Blutdruck gemessen. Der war auch super. Es liegt immer bei mir zwischen 120 zu 60, 70. Also total super. Dann hat die Hebamme natürlich meinen Bauch abgetastet. Und das Baby liegt mit dem Kopf nach unten. Und ja, dann wurde eben das CTG geschrieben. Das CTG war unauffällig, die Herztöne waren super, die waren leicht erhöht, also sonst sind die nicht so schnell. Aber das kann halt dran liegen, dass ich einen Infekt habe, weil ich halt im Moment erkältet bin und auch Ohrenschmerzen habe. Also gestern bin ich fast gestorben vor Schmerzen. Da musste ich auch ein Paracetamol, eine Schmerztablette nehmen, weil es ging nicht einfach. Ich habe wirklich geweint vor Schmerzen, weil es wehtat und nach der Tablette konnte ich auch schlafen. Und deswegen ja, liegt es vielleicht auch eben an diesem Infekt, aber ist jetzt alles noch im normalen Rahmen. Das war es eigentlich auch schon bei der Hebamme, da wird jetzt nicht mehr so viel gemacht. Dann kam ich halt rüber zur Ärztin, da wurde dann diesmal halt eine vaginale Untersuchung gemacht und kein Ultraschall. Und ja, bin ich eben auf dieses Stühlchen gehüpft und da wurde diesmal ein Streptokokken, ich hoffe ich, Streptokokken, glaube ich, Test wurde gemacht. Den habe ich selbst bezahlt, das kostet 15 Euro, da wird halt ein Abstrich genommen und eben, ja, wird das halt getestet und wenn es positiv ist, kriege ich halt ein Antibiotikum nach der Geburt und wenn es nicht, also wenn es negativ ist, dann brauche ich eben kein Antibiotikum, deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das, weil wozu soll ich umsonst Antibiotikum nehmen, weil wenn man diesen Test wohl nicht macht, kriegt man automatisch dieses Antibiotikum. Und bei Joya hatte ich den Test auch gemacht, das weiß ich, und 15 Euro, das tut ja nicht so weh. Deswegen hat sie halt den Abstrich genommen und dann hat sie nach dem Muttermund geschaut, genau. Hat halt gefühlt und der ist schon weich. Also der Muttermund ist weich, der Gebärmutterhals ist verkürzt und das Köpfchen liegt sehr tief im Becken. Also die Ärztin war wirklich sehr zufrieden, sagte ein super guter Befund. Es könnte jetzt demnächst losgehen, aber das heißt nichts. Es kann auch noch bis über den Termin gehen. Also das kann man daran nicht so sagen, aber ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen, dass der Muttermund weich ist und der Gebärmutterhals verkürzt und das Baby sich in Startposition begibt. Und ja, deswegen bin ich gespannt, ob es vielleicht doch schon eben früher losgeht, so wie es bei Joya der Fall war, aber man weiß ja nie. Mich würde mal gerne interessieren, wann ihr entbunden habt, falls ihr schon Kinder habt. Kam sie früher, kam sie später? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und das war's auch schon bei der Ärztin. Ich soll dann in 2 Wochen wiederkommen. Dann bin ich in der 39. Woche. Heute habe ich einen Termin zur Geburtsplanung gemacht. Der wird dann in der 38. Woche stattfinden. Der Termin, da wird dann auch nochmal ein Ultraschall gemacht und halt, ja, die Geburt eben geplant. Naja, gibt es eigentlich gar nicht in diesen 2 Wochen zu erzählen. Und jetzt zum Schluss ja, zeige ich euch auf jeden Fall nochmal meinen Babybauch. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Gebt mir doch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann verabschiede ich mich von euch. Tschüss! So, das ist das Babybäuchlein in der 37. Schwangerschaftswoche. Wundert euch nicht, ich habe meine Pyjama-Hose an. Ja, eine richtige Kugel. Und ich weiß nicht, ob man sieht, dass er auf jeden Fall so sich schon gesenkt hat. Ja, mein Riesenbauch.